Du brauchst einen Businessplan für die Agentur für Arbeit, fürs Jobcenter oder für die Bank, um Fördermittel zu beantragen. Nun, dann zeige ich dir heute in 7 Minuten auf, was der schnellste Weg zum Businessplan ist. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung. Und jedes Jahr helfen wir bundesweit mehreren hundert Unternehmern und Gründern dabei, ihren Businessplan zu schreiben. Und deshalb kann ich dir auch den schnellsten Weg heute zeigen. Der erste und wichtigste Schritt ist, um Tempo reinzubekommen, den Businessplan schnell zu erstellen, ist, dass du dir ein Beratungsfördermittelprogramm suchst. Denn mit diesen Fördermitteln kannst du einen Berater, ein Beratungsteam, so wie beispielsweise die X-Group mit über 40 Beratern, beauftragen, dir dabei zu helfen. Und dieser AVGS, ein Gutschein vom Arbeitsamt oder Jobcenter, nun zahlt dir bis zu 60 oder 80 Coachingstunden. Und dieses Beratungsunternehmen liefert in der Regel auch die Templates, die Vorlagen, die schon optimiert sind fürs Arbeitsamt oder fürs Jobcenter oder für die Bank. Hast du kein AVGS, gibt es ein zweites Förderprogramm über die BAFA, ein europäisches Förderprogramm namens Förderung unternehmerischen Know-hows. Der nächste Schritt ist, dass du dir aus diesem Beratungsfördermittelprogramm dann auch ein Team von Beratern finanzieren lässt. Du hast einen Finanzexperten, der dir zeigen kann, wie du den Plan richtig entwickelst. Du hast einen Experten für den lyrischen Teil, für den Textteil, der auch die Fördermittelrichtlinie kennt. Du hast dann als drittes einen Fördermittelberater, der dir hilft, alle möglichen Fördermittelprogramme und Zuschüsse für deine Gründung herauszufinden. Du hast dann einen Marketing-Experten, der ein tragfähiges Marketingkonzept für die Begründung deiner Umsatzplanung abbildet. Und zum Schluss hast du noch jemanden, der die fachkundige Stellungnahme schreibt. Der dritte Schritt ist, dass du dir die Templates geben lässt, also Vorlagen, die bereits schon zu 90% von der Struktur her fertig sind. Dass du dort nur deine Inhalte reinbaust, reinsetzt und diese Templates sind ausgerichtet, optimiert, entweder für Gründungszuschuss, für das Jobcenter oder für Bankkredite oder für andere Förderprogramme. Hier sparst du nochmal gewaltig Zeit. Der vierte Schritt ist, dass du mit deinem Team an Beratern einen sehr engen Coaching- und Beratungsfahrplan machst. Also mit dem du den Finanzplan erstellst, machst du 3, 4, 5 Termine relativ eng und arbeitest dich scheibchenweise durch den Finanzplan. Parallel triffst du dich mit dem, der den Textteil macht und dann zwischendurch mit dem Rechtsanwalt, vielleicht noch dem Steuerberater oder dem Marketing-Spezialisten. So hast du parallel relativ schnell Zeit, die gesamten Prozesse abzuarbeiten, um dann zum Zielpunkt der Fertigstellung deines Businessplans zu kommen. Der letzte und wichtigste Punkt ist, dass du Mut hast, Fristen zu setzen. Dir selbst, aber auch dein Team von Beratern, dass du mit denen gemeinsam auf eine Deadline zuschrebst, dass klar ist, am 15. des nächsten Monats soll der Finanzplan, der Textteil fertig sein. Dann kommt der Fördermittelberater, analysiert, recherchiert nochmal alle möglichen Förderprogramme. Danach ist schon ein Termin mit dem, der die fachkundige Stellungnahme macht und der Marketingbeauftragte weiß, dass er mit dir gemeinsam die Marktrecherche, Marktanalyse, das Markteintritts-, Marktauftrittskonzept fertiggestellt hat. Dass also alles dann zum Schluss geliefert und zusammengebaut wird. Nun, und dann kannst du auch innerhalb von wenigen Wochen deinen Businessplan fertiggestellt haben. Solltest du dazu Fragen haben, lade ich dich gerne ein, einen Gutschein zu beantragen für ein kostenfreies Erstgespräch. Denn dann können wir zeigen, welche Förderprogramme für dich möglich sind, auch für die Beratung. Wir können einen Termin machen zur Beantragung und dir auch zeitnah ein Team zusammenstellen und die Templates aushändigen. Und schon ist innerhalb von wenigen Wochen dein Businessplan Realität. Ich wünsche dir viel Erfolg. Abonniere gerne jetzt den Kanal. Empfehle uns weiter. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.